Wenn es Winter wird im Schwarzwald, kommen mit dem Frost die Fragen, was es wirklich braucht zum Leben. Ob es mehr oder weniger ist, was uns zufrieden macht. Was fehlt, wenn man es uns wegnimmt. Was uns erfüllt, wenn das Leben und die Natur es verschenken. Wir besuchen 4 Menschen mit ganz unterschiedlichen Antworten. Weil an sich braucht man 3 Liter sauberes Wasser am Tag, ein bisschen was zu tun und 2 Mahlzeiten. Das war's eigentlich. Und das Beste muss nicht immer perfekt sein. Das Beste muss einfach perfekt für dich selbst sein. Alles, was ich hier tue, sei es noch so anstrengend, tue ich für den Traum, hier leben zu können. Also es hat immer irgendwie einen Sinn für mich. Das ist ja was, das kann man sich gar nicht kaufen. Wer glaubt, Kultur sei Freizeitbeschäftigung, hat nichts vom Menschsein verstanden. Wie ist das zum Beispiel, wenn man alles hat, aber das nicht reicht? Weil noch eine ganz andere Leidenschaft gelebt werden will. Also das mit dem Laden, das war einfach ja schon immer ein Herzensprojekt von mir, wo ich dachte, dass ich nie Zeit dafür haben werde. Was ist deine philosophische Idee hinter dem Hofladen? Die Idee war, wie so einen Marktplatz zu schaffen für Produkte aus der Region. Weil jeder redet drüber, jeder möchte es machen, aber fast keiner tut's. Es gibt zwar viele Direktvermarkter, aber der eine hat dienstags auf, der andere mittwochs, der übernächste donnerstags. Und deshalb war die Idee zu sagen, okay, man schafft einen Platz, wo es eben eine Vielzahl von all den tollen Produkten, wo es eben gibt. Sowas hat es hier einfach in der Form noch nicht gegeben. Du bist in der Immobilienbranche, ja. Warst du ja. Tätig? Ja, genau. Und bist dann wieder zurückgekommen? Ja, ich war lange weg. Ich war nach dem Studium, war ich auch lange Jahre in Frankfurt, habe da gearbeitet. War ein toller Job, es war eine tolle Stadt, es war vor allem auch ein sicherer Job. Ich hatte eine schöne Wohnung, aber ich muss echt sagen, ich bin abends nach Hause gekommen und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Vielleicht ist er auch so goldener Käfig, so ein bisschen das Stichwort. Und meine Eltern wussten eigentlich nie wirklich, was ich gearbeitet habe. Ich habe ihnen immer erklärt, was ich da mache bei der Bank und warum ich jetzt schon wieder auf Geschäftsreise bin. Und die haben es, glaube ich, nie verstanden, was der Sinn meines Jobs ist. Aber mein Mann hatte mich damals gefragt, hey Sarah, was wäre das, was du gerne machen würdest, wenn einfach alles egal wäre, wenn du es einfach nur probieren könntest. Und es wäre egal, ob es was wird oder nicht. Mhm. Ich wusste auf jeden Fall, okay, das mit dem Laden ist dann wohl. Hat sich für dich auch nochmal einen anderen Sinn ergeben jetzt? Hier? Definitiv, ja. Also vor ein paar Tagen war mal mein ehemaliger Lehrer bei mir im Laden. Und da hat er zu mir gesagt, ja, weißt du, Sarah, aber du arbeitest jetzt ja auch nicht mehr. Du schaffst jetzt ja was. Vom Schaffen und Erschaffen kann auch Christoph eine Geschichte erzählen. Sein Handwerk ist selten geworden. Und bis nach Burundi in Afrika gefragt. Das Schönste ist eigentlich immer das Anzünden, wenn dann die Bauherrschaft daneben besteht und sich alle wirklich freut. Herr Christoph, war das für dich klar, dass du Ofenbauer wirst? Also nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich, ja. Mein Vater hat mich zu einem Praktikum angemeldet in der Sommerferie. Da habe ich dann in dem Betrieb hin und wieder mal noch als Ferienjob gewurschtelt. Und dann macht der 12. das Abi abbruch und bin in die Lehre. Und seit wann machst du das selbstständig? Seit 7 Jahren jetzt. Okay. Ich meine, das ist schon, da muss man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen, oder? Ja, doch. Für die Anlage zum Beispiel, da habe ich jetzt, denke ich, insgesamt eine Woche gebraucht. Also bist du da jetzt keiner, der das in irgendwie CAD-Zeichnung nahe gibt? Nö, das mache ich händisch noch mit auf dem Zeichenbrett. Mit Bleistift und Lineal. Analog. Cool. Das langt dir, also, oder? Ja. Also das ist genau so, so machst du halt deine Sache. Ja, genau. Du warst ja in Burundi, gell, oder? Ja, richtig, genau. Was hast du da gemacht? Da haben wir in einem Waisenhaus in wirklich der Oberpampa in Zentralburundi 3 große Herdstelle gebaut. Da haben wir zu viert 2 Wochen dran gearbeitet. Und glaub an die 20 Tonnen Material, die wir ja schon ein Jahr vorher im Schiffcontainer runtergeliefert haben. Und dann haben wir da auf 1700 Meter im burundischen Hochland
ein riesengroßer Herd gebaut. Ja. So etwas baut man eigentlich nur einmal im Leben. Eigentlich braucht es ja nicht viel, oder? Nee, es war dann auch beim ersten Mal nach Hause gekommen, wenn ich dann so durch meine Wohnung gelaufen bin und so geguckt habe, was ich denn alles für einen Gruscht habe, den ich eigentlich nicht brauche. Weil an sich braucht man 3 Liter sauberes Wasser am Tag, ein bisschen was zu tun und 2 Mahlzeiten. Oder was bedeutet für dich die Jagd? Also es ist, wenn man abends auf der Ansitz geht, es kommt ja meistens nichts. Die Chancen sind ja immer gleich schlecht bei der Jagd. Aber man geht einfach immer zufrieden und ausgeglichen normal wieder heim. Es ist jetzt dann nicht unbedingt, man muss hier auf Teufel komm raus irgendwas erlegen. Man kann, es ist auch sehr einfach, den Finger mal gerade zu lassen und die Tiere einfach zu beobachten. Man hört nichts. Es ist einfach nur Ruhe. Das ist dann auch mal genug. Ja, genau. Unsere nächste Station weit weg vom Schuss. Tief im Tal, wo der Dorfspaziergang zur Geländefahrt wird. Ricky, wir sind jetzt bei dir zu Hause, auf deinem Hof. Würdest du sagen, du lebst jetzt hier deinen Traum? Ja. Da muss ich gar nicht nachdenken. Ich wollte schon als kleines Kind immer hier hinten wohnen. Für mich war schon immer klar, dass ich auf keinen Fall in der Stadt leben möchte und viel Grün um mich herum brauche. Also am besten am Waldrand, auf dem Berg mit Wasser und viel Wiese. Also genau wie hier. Wie lange bist du jetzt hier? 2019 habe ich es gekauft. Ich kenne, seit ich 10 Jahre alt bin. Ich habe davor schon immer so hintergeschielt, wenn ich mit meinen Eltern spazieren war oder wann. Dann dachte ich immer, oh, das ist so ein schöner Platz da hinten. Da wusste ich aber gar nicht, dass ich hier auch Verwandtschaft her habe. Aber mein Uropa ist hier groß geworden tatsächlich. Also wie kriegst du das alles hin? Das ist schon sehr anstrengend. Das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit an und was halt gerade ansteht. Ich bin ja jetzt nicht auf einer, oder mit einer Landwirtschaft groß geworden. Das ist jetzt hier auch nur ein kleiner Rahmen, aber es gibt schon einiges, was man einfach lernen muss. Ja, aber das finde ich das Schöne. Ich glaube, einen Bauernhof kann man nicht einfach kaufen und dann hat man und dann läuft's. Sondern ich glaube, das ist immer ein Prozess. Und man muss sich immer irgendwie mit dem Platz dann erstmal vertraut machen. Nichts machen fällt dir schwer, oder? Voll viele sagen ja, du bist immer nur am Rumrennen, du hast immer irgendwas zu tun. Das ist richtig. Und ich wünsche mir ganz oft, dass ich weniger zu tun hätte. Aber ich glaube, dass ich nie über den Sinn meines Lebens grüble, weil ich immer weiß, ich, und alles, was ich hier tue, sei es noch so anstrengend, tue ich für den Traum, hier leben zu können. Also es hat immer irgendwie einen Sinn für mich. Das ist ja was, das kann man sich gar nicht kaufen. Beim Nationalpark geht es ja eigentlich ums Gegenteil von dem, was du hier machst. Also hier geht es ja um Bewirtschaftung. Deswegen war mir der Nationalpark auch so unheimlich wichtig, weil ich finde, das muss einfach sein, dass man auch Natur hat, die sich selbst überlassen bleibt. Also wenn ich Führungen mache, dann lasse ich die Leute ganz gerne auch drüber diskutieren, was Wildnis ist und ob Wildnis da endet, wo der Mensch auftaucht. Und natürlich ist es manchmal hart, wenn man den ganzen Tag im Nationalpark draußen war, gerade jetzt zum Beispiel im Winter oder im Herbst, dann hat man vielleicht noch eine Führung gehabt und es hat einem den Rucksack geschneit und alles ist nass und man will eigentlich bloß noch an den Ofen und dann kommt man hier an und dann steht erstmal noch eine Stunde Stall an und Schnee räumen, je nachdem, was dann halt gerade ist, gell. Ist dann schon hart, aber danach dann an den Ofen zu sitzen, fühlt sich noch viel, viel besser an. Manch einem ist Dorf nicht genug. Der muss raus. In die Welt und auf ihre Bühnen. Als Dirigent und Intendant der Bayerischen Philharmonie und Macher des Schwarzwald Musikfestivals. Marc, wir sind jetzt in der Schwarzwaldhalle. Ja. Was bedeutet für dich die Schwarzwaldhalle? Also ich meine, das ist jetzt nicht die Elbphilharmonie oder die Bayerische Philharmonie. Nee, aber es ist die Schwarzwaldhalle. Und der Raum hier hat für mich ganz persönlich, natürlich auch biografisch aufgeladen, eine ganz besondere Aura. Und ich stand hier als Bub auf der Bühne mit dem Trachtenblasorchester. Ja, und für mich, ganz persönlich, war das damals
die Elbphilharmonie, die Carnegie Hall, die Berliner Philharmonie. Was für ein Instrument hast du gespielt, als du im Trachtenblasorchester warst? Da habe ich Saxophon gespielt. Okay. Tatsächlich habe ich angefangen mit Klavier, so wie jetzt hier, mit 5. Ich habe aber mit 8, 9 Jahren, das war dann im CVJM in Mitteltal, habe ich eine Gitarre kennengelernt, so als Lagerfeuerinstrument. Mhm. Und ich fand das cool. Und ich habe aus Unbedachtheit mal gesagt, ich hätte so gerne eine Gitarre. Und dann lag die unter dem Weihnachtsbaum und ich habe geheult. Nicht, weil da Gitarre lag, sondern weil ich gewusst habe, scheiße, da muss ich üben. Du hast alles gespielt, was dir unter die Finger gekommen genau. ist, oder? Genau. Es ist immer mehr geworden. Und es schien nicht genug zu sein. Mhm. Klavier, Gitarre, Saxophon, Unterricht in allen drei Instrumenten. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, dass es den Beruf eines Dirigenten gibt. Ich wusste es nicht, weil der einzige Dirigent, den ich bis dahin gesehen habe, war der Anton Gieringer von der Trachtenblaskapelle Mitteltal. Du bist jetzt Intendant der Bayerischen Philharmonie. Es kann ja eigentlich nicht genug Musik, Kultur oder sonst was geben. Und die letzten Jahre haben einen da vielleicht auch ein bisschen nachdenken lassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Corona-Pandemie am 11. März 2020 mich als Musiker und als Künstler chirurgisch abgeschaltet hat. Noch schlimmer, dass 3, 4 Monate niemand das Wort Kultur überhaupt in den Mund genommen hat. Wer bist du dann? Dann existierst du nicht. Dann hat man Kultur als Freizeitbeschäftigung deklassiert. Wer glaubt, Kultur sei Freizeitbeschäftigung, hat nichts vom Menschsein verstanden. Und dann kam im Herbst 2020 die Regelung, so langsam mal hat sich dann durchdekliniert gehabt. Und dann ist die Kultur aufgetaucht zwischen Nagelstudio und Bordell. Das war der Platz, den unsere Gesellschaft der Kultur zugeordnet hat. Und es ist ein ganz, ganz, ganz großes Missverständnis. Es geht nicht darum, die Kultur einzuladen an den Tisch, wo über die Systemrelevanz verhandelt wird. Wir müssen begreifen, dass der Tisch, an dem überhaupt verhandelt wird, das ist die Kultur. Weil Kultur ist der Mensch. Und ein Mensch ohne Kultur ist nichts. Das ist eine Hülle. So ist das mit dem Genug. Hier im Schwarzwald reicht den Menschen oft das, für das sie brennen. Das, was sie in sich tragen. Und das, was uns verbindet. Und uns unsere wahre Natur spüren lässt.